Songbook Plus 6.0. Was ist neu? Eine ganze Menge, vor allem unter der Haube. Hier ist die Liste der Neuerungen und ich zeige euch einige davon. Gespielte Songs markieren. Schriftgrößen direkt beim Import anpassen. Zwei iPads gleichzeitig nutzen. Die Songcodes automatisch nummerieren lassen. Neue Funktionsknopfart, Schieberegler. Konfigurierbare Aktionen beim Schließen der Songs. Global konfigurierbare Befehle. Auf frei definierbare MIDI-SysEx-Befehle reagieren. MIDI-Controller können zum Beispiel die Audio-Lautstärke steuern. Und mein persönliches Lieblingsfeature sind MIDI-Makros. Das ermöglicht viel Neues. Automatische Nummerierung der Codes für neue und bestehende Songs. Beim Klick auf das Zahnrad ist ganz unten der Punkt Anderes. Und hier finden wir den Punkt Automatische Song-Nummerierung. Hier kann man auswählen, ob und welche Art. Ich nehme die dreistellige Variante und es soll mit der Nummer 1 beginnen. Das war es erstmal bei den Einstellungen. Dann gehe ich auf die drei Punkte, unter Spezialfunktionen auf den Punkt Songnummern im Feldcode einfügen. Und da kann ich jetzt auswählen, ob ich nur leere Codes oder alle ersetzt haben möchte. Dann kommt die Frage, ob ich das wirklich möchte. Ich entscheide mich für Ja und siehe da, es ist alles dreistellig durchnummeriert. Das erspart unheimlich viel Zeit. Wenn die automatische Nummerierung eingeschaltet ist, bekommen aber auch die neu eingefügten Songs automatisch eine Nummer zugewiesen. MIDI-Makros. Unter Einstellungen drücke ich auf MIDI und dann sehe ich relativ weit oben die Einstellung für MIDI-Makros. MIDI-Makros sind vordefinierte Sequenzen von MIDI-Events mit einem benutzerdefinierten Namen. Hier kann man diese definieren und editieren und auch einstellen, bei welchen Aktionen man diese benutzen möchte. Die MIDI-Makros werden an allen möglichen Stellen angezeigt, zum Beispiel bei der Gestensteuerung oder Aktion für Fußpedale. Ich klicke nun auf MIDI-Makros editieren. Über das Plus kann man dann ein neues erstellen. Hier gibt es dann verschiedene Möglichkeiten für. Aktionen hinzufügen. Hier kann man vordefinierte MIDI-Funktionen auswählen, aber auch die MIDI-Makros. So kann man eine Kette an verschiedenen Befehlen und mehreren Makros hintereinander bauen. Das MIDI-Event-Lern-Feature ist genial. Zeige ich gleich noch im Detail. Ich habe hier als Beispiel ein Makro gebaut und als Favorit gespeichert. Alle Noten und Controller sollen damit resettet werden. Welche CC-Befehle was bedeuten, kann man im Internet leicht herausfinden. Die meisten von denen sind fest definiert und sind deshalb kompatibel mit allen MIDI-fähigen Geräten. Der MIDI-Standard eben. Der Schalter Favorit bewirkt, dass das Makro auch direkt im MIDI-Knopf von der Toolbar angezeigt wird und auch dort abgefeuert werden kann. Hier ein konkretes Beispiel, wie ich über MIDI-Events lernen das angeschlossene Keyboard auf den Sound Nummer 5 umschalte. Songbook Plus lernt es und ich kann es noch erweitern und weitere Funktionen hinzufügen, zum Beispiel die Lautstärke und so weiter. Dann kann ich das speichern und immer wieder aufrufen. Das funktioniert mit allen MIDI-fähigen Geräten wie Keyboards, Mischpulten, Effektgeräte und so weiter. Hier noch ein komplexeres Beispiel, wie ich über MIDI-Events lernen, das angeschlossene Keyboard in einen anderen Modus und auf einen bestimmten Sound umschalte. Es sind neben SysEx noch einige andere verschiedene MIDI-Befehle. Oben noch den Namen vergeben und wenn ich möchte als Favorit speichern. Auf diese Weise kann ich mit diesem Makro das Keyboard genau dahin umschalten lassen. Global konfigurierbare MIDI-Befehle. Hier unter Makros beim Bedienen von Songs habe ich ausgewählt, dass beim Schließen von Songs dieser Makro ausgelöst wird. Hier kann man noch auswählen, ob das nur passieren soll, wenn der Song keine andere Aktion beim Schließen hat. Ansonsten gilt das dann global für jeden Song. Auf diese Weise kann man globale Einstellungen machen, was beim Öffnen, Starten, Stoppen und Schließen eines Songs passieren soll.
Damit sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Danke für diese großartige Funktion. Unter Song bearbeiten gibt es die neue Funktion Aktion beim Schließen. Und das Neue bei all diesen Funktionen sind die MIDI-Makros. Jeden Makro kann man hier direkt für den jeweiligen Song auswählen. Alternativ, man stellt es global ein, wie eben gezeigt. Der Seite-an-Seite-Modus ist ein Feature, mit dem man zwei nebeneinander oder übereinander aufgestellte iPads wie ein größeres Gerät verwenden kann. Das linke Gerät zeigt dann zum Beispiel die Seite 1 an und das rechte Gerät die Seite 2. Nach dem Umblättern auf die nächste Seite werden die Seiten 2 links und 3 rechts angezeigt. Um das Feature zu verwenden, muss die Songbook-zu-Songbook-Verbindung bereits so konfiguriert sein, dass das synchrone Öffnen von Songs funktioniert und die Seiten synchron auf beiden Geräten umgeblättert werden. Hier ist das linke Gerät, das iPad Mini, zu sehen. Das stelle ich auf linkes Gerät ein und das ist in dem Fall auch der Server in der Einstellung. Und das ist das rechte Gerät, das stelle ich jetzt auf Client und Seite an Seite rechtes Gerät. Und dann funktioniert das. Neue Funktionsknopfart, Schieberegler. Um zu dieser Funktion zu gelangen, geht man auf Notizen bearbeiten und erstellt einen neuen Funktionsknopf. Bei diesem Funktionsknopf geht man auf die Eigenschaften und dann auf Aktion hinzufügen. Dort wählt man MIDI CC Button aus. Hier stellt man den Kanal und den gewünschten Controller von 0 bis 127 ein. Dann sollte man dem neuen Knopf eine Bezeichnung geben und nach Fertigstellung erscheint nach dem Drauftippen ein Regler, den man dann schieben kann. Damit regelt man den Wert des ausgewählten Controller-Befehls. In meinem Fall ist es CC7 und das ist in der Regel die Lautstärke. Diese Knöpfe können nicht nur zum Einstellen von CCs verwendet werden, sie zeigen auch den aktuellen Wert von konfigurierbaren CCs an, so wie er von außen empfangen wird oder wurde. Gespielte Songs markieren – ein schönes neues Feature. Über die Einstellung, dann auf Anderes, gelangen wir zu diesem Punkt. Hier kann man einstellen, dass die gespielten Songs aus der Live-Playliste gelöscht werden und die gespielten Songs markiert werden. Des Weiteren auch die Erkennung dessen. Die Definition, wenn Wiedergabe gestartet wurde, oder die Zeit, wie lange der Song geöffnet ist. Starte ich jetzt Songs, dann werden die gespielten Songs ausgegraut. So weiß man im Verlauf des Abends, welche Songs man bereits gespielt hat. Man kann die Markierung auch wieder zurücksetzen. Da geht man über die drei Punkte und dann auf Markierung gespielter Songs entfernen. Die Schriftgröße kann jetzt in 5 verschiedenen Stufen eingestellt werden. Über die Einstellung kann man beim Import von Songtexten und Akkorden die Schriftgröße auswählen. Ich habe die kleinste Stufe ausgewählt und importiere jetzt eine Textdatei. Das sieht dann in diesem Beispiel so aus. Zum Vergleich wähle ich jetzt mal sehr groß aus und einen größeren Zeilenabstand. Nun sieht das Ganze jetzt so aus. Schön, diese Wahl jetzt zu haben. Das Ganze geht ebenfalls für den Import von Songtexten und Akkorden aus MP3s, MIDIs, LRC und Chord Pro Dateien. Diese Einstellung ist hier weiter oben. Einige neue Funktionen für Fußpedale und MIDI-Controller. Songbook Plus kann Aktionen ausführen, wenn ein bestimmtes konfigurierbares MIDI SysX empfangen wird. Auch neu ist, zum Beispiel mit einem MIDI-Befehl auf eine bestimmte Scrollposition anzusteuern und direkt die Lautstärke des Audioplayers zu steuern oder und die komplette Gerätelautstärke. Und so geht's. Über die Einstellung zum Fußpedal, dann MIDI-Fußpedal
gelangen wir zu den Einstellungen dieser neuen Funktion. Verwende MIDI-Fußpedal sollte dabei eingeschaltet sein und bleibt noch die Frage, ob das auch auf ein MIDI-File reagieren soll. Ich nehme den Controller für Audio-Lautstärke und wähle jetzt die 7 aus. Sobald Songbook Plus von außen den CC7-Befehl erhält, steuert man damit die Lautstärke der Audio-Player. Hier weiter unten gelangt man zu den Einstellungen der frei konfigurierbaren SysEx und den jeweiligen Aktionen. So sieht es aus. Hat man eine Tastatur angeschlossen, so reagieren konfigurierbare Aktionen auf die Funktionstasten F1 bis F12. Vielen Dank an Matthias Bauer für die stetig gute Weiterentwicklung der Songbook Plus App. Und nun viel Spaß mit all den neuen Features. Bis bald!